dann kommt hier diese Erde weg, denn diese stört. Ja, ein bisschen Erde ist ganz gut. Können wir für Terraforming verwenden. Um unser Haus dann später in die Breite noch zu ziehen, weil dort befindet sich eine kleine Klippe. Die müssen wir irgendwie füllen. Ich habe an den Stützbalken gedacht, aber ich glaube, der würde nicht so gut aussehen. Ach, da sieht man schon. Hallöchen, Wald! Ich bin fast frei aus dem Gefängnis. Nein! Okay, ich mache jetzt mal ein paar Fackeln hin, damit ihr was seht. So. Da kommt dieses Ding noch weg. Ich glaube, die Leiter muss ich dann später woanders hinbauen. Keine Ahnung. Ich werde dann schauen, wie ich die Leiter dann platziere. Gut, dann... Nein, keine Erde, das hat man doch vorhin schon. Jetzt bauen wir ein paar Cobblestones hin. Pappelstones, ja, Pappelstones. Das ist ein neuer Stein, der wird eingeführt in Version 2.0. Pappelstones. Okay, hier meine Spitzhacke. Da kommt dieser überflüssige Mist da weg. Und dann auch diese Wand. Und dann haben wir das Äußere vom Keller schon fast geschafft. Dann müssen wir noch die Decke aushöhlen. Aushöhlen, ja, aushöhlen. Versteht ihr? Aushöhlen. Höhlen, höhlen. Weil wir können ja den Boden, den können wir ja aus Netherrack glatt bauen. Ja, Netherrack oder Netherziegel. Ich glaube, das würde auch ganz gut aussehen. So Netherziegel, ja, das würde passen zu einem Portalraum. Ich glaube, das mache ich. Verdammt, hier haben wir schon wieder einen Ausblick. Das darf nicht sein, das ist ein Keller und keine Ahnung was. Oh man, hier ist wieder ein bisschen dunkel, ich weiß. So, jetzt... Seht ihr wieder was? Gut, jetzt kommt der Mist weg. Und jetzt kommen die Pflastersteine hin, die wir gerade eingesammelt haben mit unserer Spitzhacke. Verdammt, lass sie weg. 1, 2, 1, 2. Okay, okay. Okay, jetzt würde ich noch gerne in den Nether gehen, aber ich habe Angst, dass wir dann woanders rauskommen. Ich würde sagen, ich kopiere schnell die Welt und dann schauen wir im nächsten Part, oder da schauen wir gleich nach, wo uns dieses Portal hinführen wird. Also bis gleich. Perspektive, so jetzt. Das ist jetzt die kopierte Welt, wo wir jetzt spielen. Und jetzt schauen wir mal nach, wo uns dieses Portal hinführen wird und ob wir überhaupt wieder zurückkommen in unsere alte Welt. Sehr ominös der Ort. Okay, wo sind wir hier gelandet? Sieht ja ganz freundlich aus. Hier so, hier mitten in der Landschaft. Gut, und jetzt gehen wir wieder zurück und schauen nach, ob wir auch wieder tatsächlich... Unsere Uhr dreht durch. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir... Ja, passt perfekt. Okay, dann werden wir das jetzt in unserer Let's Play-Welt, in unserer richtigen Welt weiterspielen. Moment. Da wechsle ich schnell die Welt. Und zwar nicht diese Welt, ja genau. So, jetzt. Gut, dann würde ich sagen, wir bereiten uns noch vor, in die Hölle zu gehen. Indem wir uns jetzt dann noch, ja, unsere Rüstung hält noch was aus. Aber wir dürfen nicht sterben. Das wäre sehr uncool. Dann verlieren wir nämlich die ganzen Sachen, Diamantenschwertuhren und so weiter. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein in der Hölle. Und ich weiß ja gar nicht, wo es heimgeht. Das heißt, na, ich müsste vielleicht auf Screen schauen, wie es irgendwie heimgeht. Oder ich muss es im Let's Play machen. Also ich schaue nochmal nach. Gut, dann nehmen wir uns ein paar Erdblöcke, nehmen wir mit auf jeden Fall. Fackeln auch. Haben wir hier noch Fackeln im Lager? Nein, haben wir leider nicht. Hier noch ein bisschen Erde, Spitzhacke, Feuerzeug nehmen wir auch mit, weil falls uns ein Geist das Portal ausschießt, dann können wir nicht mehr zurück. Die Kolben lassen wir hier. Weizen auch. Den Trank, den nehmen wir auf jeden Fall mit.
Das hier nehmen wir auch mit. Quatsch, das lagern wir ab, meine ich. Wassereimer bringen uns nichts in der Hölle, die verdampfen sofort, Uhren auch nicht. Was brauchen wir denn, was können wir noch mitnehmen? Steaks. Und falls uns die Steaks ausgehen, Rottenfleisch. Hier noch ein bisschen Erde. Sollte ich mir vielleicht noch einen Bogen machen? Nee, passt eigentlich. Oder vielleicht ein Bogen wäre schon cool, ein paar Gäste abschießen. Haben wir denn Strings? Hier haben wir Strings. 1, 2, 3. Weg mit dieser Musik! So. dann brauchen wir noch das hier und Pfeile. Hallo, Schafe. Euer Herr muss mal kurz weg. Was machst du mit meinem Bett? Lass mein Kissen in Ruhe. Jetzt hast du aus meinem Kissen Wolleblöcke gemacht, du Arsch. Ach, wieder eine Maya-Musik. Ach, schön. Hier sind noch ein paar Pfeile. Okay, ich glaube, die Pfeile werde ich nur verwenden, um Gäste abzuschießen, die mich bedrohen. Schießpulver, ne. Die Steinspitzhacke nehme ich auch noch mit. Und ich glaube, dann kann es losgehen. Ja, los geht's. Jetzt mache ich mir noch einen Bogen und dann schalte ich auf Easy. Ich schaue noch schnell nach. Ach komm, nehme ich diese Holzblöcke auch noch mit. Keine Ahnung warum. Kann ich schaden, ein paar Holzblöcke noch mit dabei zu haben. So, dann hier im Bogen. Ja, das geht anders. Das geht so. Das verwechsel ich immer, die Reihenfolge. Gut, dann setzen wir das Schwert neben die Fackel. Erdblöcke nehme ich hier mit. Die Werkzeuge kommen hier lang. Und das Fleisch zum Heilen kommt hier drin. Okay. Dann stelle ich mich jetzt vor ein Portal. Und schalte auf Easy. Und dann geht die Hölle auf Erden schon los. Ach ja, Musik muss ich ja auch noch wechseln, stimmt ja. Wir gehen jetzt wieder auf Erkundungstour. So, dann wechsle ich schnell die Musik. Moment. Das muss weg. Dann hier Minecraft-Playlist. Höhle, habe ich die in Ordner genannt. Alle wiedergeben. Ach ja, ich habe übrigens gemerkt, wo ich die Aufnahme angeschaut habe, dass sie ein bisschen zu laut war, die Musik. Ich hoffe, es passt. Aber ich glaube, die Höhenplaylist kann ich ein bisschen lauter stellen. Na komm, machen wir gleich volle Pulle. So, jetzt. Ach ja, noch auf Easy schalten. So, jetzt. Okay, es geht los. Willkommen in der Hölle. Landschaft wird heruntergeladen. Flex ein bisschen, muss ich. Jetzt warte ich ein bisschen, bis sich das Ganze gefangen hat. Okay, hier sind wir wieder. Wir müssen jetzt nach unserem Portal Ausschau halten. Oder vielleicht nach ein paar Blöcke, die wir platziert haben. Bei der Erkundungstour in der Hölle damals, wo wir die Lohe gekillt haben. Okay, da unten sind schon ein paar Kameraden. Hier sind ein paar Lava-Dinger. Hier sind auch wieder ein paar Kameraden. Gut, hier geht's nach unten. Ich glaube, der Ort kommt mir ein bisschen bekannt vor. Kann es sein, dass hier ein paar Blöcke liegen? Hier liegen keine Blöcke, leider. Wir haben ja damals so eine Erkundungstour gemacht, um ein Lohe-Dingens zu bekommen. So eine Lohe-Stange. Und mein Ziel ist es jetzt quasi, diese Lohe-Stange zu finden, um so unseren Weg zu finden. Was ist denn da hinten? Schade, scheiße, ich hätte Optifine installieren sollen. Ist es da hinten ein Block? Da, hier, das müsste ein Block sein, oder? Ich glaube, ich gehe mal dort hinten hin, aber das Problem ist, wir müssen hier durch den fetten Lavasee da drüber. Eieiei, das könnte schwierig werden. Jetzt muss ich mir erst einmal ein Bild machen, wie ich laufen möchte. Gut,
Nach oben könnten wir auch kommen. Da ist ein kleiner Abhang, aber dann müssten wir wieder nach unten und ich glaube, das wird schwer werden. Wir könnten hier nach unten. Unten gehen. Ich sag immer unten. Ich glaube, ich gehe zunächst mal hier nach unten. Oh Gott. Ich darf mich jetzt hier nicht verlaufen. Oder in die Lava fallen. Hier zu sterben ist jetzt sehr extrem leicht. Nein, nicht diese Musik. Nein! Bitte nicht! Nicht in der Hölle! Alter, nicht wieder diese Musik. Oh je. Ich hätte das nicht tun sollen. Warum gehe ich jetzt in die Hölle? Ach ja, richtig, ich will nach Hause zurück. Ich halte auch ab und zu jetzt immer Ausschau nach Guests. Weil wenn die spawnen, dann wird's gefährlich. Verdammt, hier geht's nicht weiter, oder? Vielleicht doch? Eieiei. Oh Gott, wenn wir jetzt da runterfallen, ist alles vorbei. Ich glaube, jetzt muss ich auch ein bisschen stiller sein, weil ich aufpassen muss. Oh Gott, ich höre einen Gast. Oh je. Ich glaube, ich riskiere es jetzt. Ah! Gut, jetzt müssen wir irgendwie hochkommen. Da hinten, seht ihr das? Da genießt wohl jemand sein Bart. Halt, Moment! Seht ihr das? Welcher Idiot hat denn das platziert? Also ich war das auf jeden Fall nicht, aber gut. Dann folgen wir mal diese Treppe. So, und jetzt? Hier geht's lang, glaube ich, ne? Oder irre ich mich da? Ja, hier ist ein bisschen Erde, genau. Vom Vergangenheits-Kevin. Gut, und jetzt? Okay, Vergangenheits-Kevin sagt mir, dass ich hier lang gehen soll. Natürlich hätten wir auch den anderen Weg hingehen können, dann wären wir in die Festung gelangt. Aber in der Festung befindet sich ein Loe-Spawner und der ist mir ein bisschen gefährlich. So. Ich muss auch ein bisschen achtsam sein. Okay, da hinten ist noch ein Erdblock. Genau, das scheint der Block zu sein, den ich dort hinten gesehen habe. Hier geht's lang. Aber ich glaube, hier eine Verbindung zu schaffen, wird schwierig. Okay. Verdammt, ich laufe im Kreis, merke ich gerade. Fail! Ich war hier gerade schon.
Vielleicht muss ich ja nach unten oder so. Oder wo geht's denn hier lang? Nirgends, okay. Hier ein paar Pilze, Giftpilze. Achso, wahrscheinlich sind die Blöcke... Wahrscheinlich bin ich dann damals hier so hingelangt, also gegangen. Und die Blöcke führen mich hier jetzt nach vorne, glaube ich. Ich laufe jetzt mal dort lang. Aha, was ist denn das? Was machst du da mit meiner Treppe? Muss ich da hoch oder was? Ich kann mich erinnern. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ey, du, geh mal da weg, ja. Geh mal da weg, danke. Aber wie soll ich da jetzt hochkommen? Ganz einfach, mit Erde. Gut, gleich haben wir es geschafft. Doch die Klappe, ihr verdammten Gäste, ich kann euch nicht ausstehen. So, jetzt geht's hier lang. Jawohl, hier ist eine Fackel von uns. Das Doof ist aber, ich habe hier vergessen, den Weg hier nach unten zu bauen. Ich bin da einfach damals runtergesprungen. Okay, und jetzt... vielleicht? Nee. Hier vielleicht? Ich glaube, hier war der Vergangenheitskevin ein bisschen faul. Ja, da hinten sind Fackeln. Okay, hier ist eine Fackel und dort hinten ist auch eine Fackel. Sieht ja schon mal ganz gut aus. Und momentan haben wir auch keine Schwierigkeiten mit Monstern. Alter, was ist das denn? So was habe ich ja noch nie gesehen. Oder vielleicht doch, damals, als ich diese Fackel platziert habe. Aber mit... Ach ja, damals haben wir ja ohne Texture Pack gespielt, aber mit Texture Pack sieht das richtig geil aus. So, dann geht's hier lang. Aus dem Weg. Hier nach unten vielleicht. Oh Gott, da möchte ich nicht runter. Ich glaube, ich muss hier hoch. So, und jetzt? Da hinten sind noch Fackeln. Aber nee, da kommen wir hin. Da kommen wir her. Und wir müssen vielleicht auch noch unten. Nee, hoffentlich nicht. Ich gehe mal hier nach oben. Okay, hier sehe ich nichts mehr. Kein Anzeichen. Außer dieses Haus da drüben, was irgend so ein Idiot platziert hat. Das Haus ist jetzt mal ganz fertig. So ein Spast, aber... Jetzt haben wir es endlich geschafft. Oh, das war leichter als ich dachte. Ich habe jetzt gedacht, wir haben hier ein riesiges Problem mit Gäst und so. Und oh Gott, ich verhungere. So. Aber wir sind noch nicht im sicheren Bereich. Es kann immer noch was passieren. Ne, hier Schweine da hinten. So, hier ist unser Portal. Das führt uns jetzt in die Monsterfalle, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, wir sind wieder zu Hause, in unserem Zuhause.
Und hier ist es dunkel. Und hier auch. So. Na, ihr Spinnen, habt ihr mich vermisst? Ja, ich bin wieder da. Und bereit, euch abzuschlachten. Hallo, abschlachten? Egal, scheiß drauf. Hier ist unser Zaubertisch. Und hier ist der Lavasee von damals. Ach, es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Du kannst jetzt nicht schlafen, es sind Monster in der Nähe. Welche Monster? Ich sehe keine Monster. Oder seht ihr irgendwelche Monster? Ich sehe keine. Alter, wie laut. Ich schaue nach, ob es Nacht bzw. Tag ist. Es ist Nacht. Super. Ich habe jetzt keine Lust, einen Creeper in die Arme zu fallen. Doch, habe ich. Ach, es schneit. Nee, ich traue mich nicht. Ich bin so eine Pussy, ich traue mich nicht nach draußen. Dafür in die Hölle. Ey, geht mal da runter, ja? Ich muss unbedingt das Glas hier entfernen. Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt schon an dieser Stelle. Und dann schauen wir nach, was wir hier in der alten Welt noch machen können. Aber wir werden selbstverständlich wieder zurück in die neue Welt kommen und unser Haus fertig machen. Das ist jetzt hier nur ein kleiner Ausflug nach Hause. Wir werden so früh wie es geht wieder zurück in die neue Welt gehen und dort unser Zuhause weiterbauen. Also in dem Sinne sage ich jetzt mal Tschüss und ja. Bis zum nächsten Part. Also, ciao Leute.